Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero HD Part 12. Ja, und in der letzten Folge haben wir gesehen, dass Rebecca durch dieses Schacht gelaufen ist. Und wir haben Strom wieder aktiviert und ein paar Sachen freigeschaltet. Also dieser Dampfweg ist jetzt weg. Wir können da durch, wir können die Kräuter nehmen. Und ja, wir haben immer noch keinen Wasserschlüssel und die Steintafel müssen wir noch sammeln. Und wir haben leider in der letzten Folge gesehen, dass ich gestorben bin. Aufgrund mangelnder Munition. Und die Affen sind los. Die Zombie-Affis. Und ich bin jetzt genau an der Stelle, wo ich hier gestorben bin. Und ich habe ein paar Sachen gespart, sage ich mal. An der Stelle, wo dieser Zombie auf dem Boden war, unterm Bett, der noch lebte, den habe ich verschont. Aber den Zombie natürlich, der die Munition bewacht hat, den habe ich erschossen mit einem Kopfschuss. Und dieser Raum, wo Rebecca war und den Strom aktiviert hat, da bin ich nicht hingegangen, weil da sind ja die drei Affen natürlich. Und ich bin nicht hingegangen und habe somit ungefähr 6 Schüsse gespart. Und das ist dafür gut, dass wir diese Schüsse hier einsetzen können. Weil ich vermute ganz stark, dass Rebecca hier irgendwo in der Nähe ist, weil hier geht's runter in den Keller. Und vielleicht haben wir hier eine Möglichkeit, was rauszufinden. Schauen wir mal. Wir müssen erstmal den Affen töten. Na komm. So. Noch ein Affe. Oh. Geh weg. So, der müsste tot sein. Oh. Ah! Immerhin die Kronjuwelen hier. Geh weg. Au. Au. Nicht geizig werden hier. Oh. Wo sind wir hier gelandet? Ja. Guck mal, ich habe wieder nur einen Schuss. Blöden Monster hier. Ich habe wieder was gehört. 6 Seelen, gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Oh Gott, schon wieder ein Rätsel. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Da liegt Munition, die nehme ich mal nicht auf. Da oder da? Gehen wir mal hier rein. Rechts vor links, würde ich sagen. Rebecca! Nein! Rebecca! Oh, Gott sei Dank. Boah! Hang on. I'll pull you up. Oh, Glück gehabt, Leute. Glück gehabt. Thank you. No mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Died from the heat. Others were killed by the enemy. Oh.
four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Boah, was für Arschlöcher. So did you execute those innocent people? Ne. Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Hm. Also ich glaube auch, dass der Billy das nicht war. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Oh. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir tauschen wieder. Perfekt, Momento. Gut, Billy hat wieder ordentlich Platz. Und ich würde sagen, wir wechseln. Holzkiste, das war wohl mal Schießpulver drin. Okay. Hier haben wir aber noch was zum Sammeln. Wappernd, perfekt. Ja, und wir können an dieser Stelle natürlich... Ja, ein riesiges Loch liegt vor ihnen, da die Decke heruntergefallen ist. Ja, wir haben auf jeden Fall geschafft. Wir haben Rebecca gerettet. Da ist eine Schreibmaschine, Daten aufzeichnen. Jawohl. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen weiteren neuen Speicherpunkt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle mit der Munition ein bisschen schwer wird. K2. Kellergeschoss 2. Okay, ich würde sagen, wir gehen vor. Oder? Gehen wir mit Rebecca vor? Ah, guck mal, wir haben nicht mehr viel Schuss. Okay. Wir gehen als Rebecca vor, würde ich mal sagen. Gehen wir durch die Tür. Und jetzt ist halt die Frage. So, wir könnten jetzt hier durchgehen, aber ich würde sagen, wir holen das Kraut und die Munition hier. Ich gehe jetzt mal überall zu den Stellen hin, wo ich noch alles sammeln muss. Weil ich habe hier einiges liegen lassen müssen. Hier ist auch ein Rätsel. Dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas draufgelegt werden muss. Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Okay, was haben wir hier? Frei tanze ich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Was haben wir hier? Bein und lautlos schleiche ich mich an meine Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Und zu guter Letzt... Das hatten wir schon. Ich wollte den anderen eigentlich. Hier, den hier. Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Okay, es sind irgendwie sechs, Symbole. Ich weiß nicht, kann man mit Billy hier mit dem Feuer hier spielen? Ah! Cool. Ja, die Kamera ist mal wieder Wahnsinn. So, Feuerzeug.
weiß nicht, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, die anzuzünden. Ich zünd einfach mal alles. Brauchen sie jetzt nicht? Okay. Stehe ich vielleicht falsch? Ja, ich stand falsch. Und natürlich zu guter Letzt den hier. Hä? Ich kann mir vorstellen, dass wir in einer bestimmten Reihenfolge hier alles anzünden müssen. Ja, super. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal trotzdem nochmal zurück und holen uns die Kräuter ab. Weil ich habe einiges liegen gelassen, weil ich mit Billy alleine nicht alles tragen konnte. So, hier. Blau. Rot. Und zweimal grün. Natürlich kann man es wieder nicht nehmen. Okay, dann müssen wir mal einen Versuch wagen. Ich lege erstmal hier diese beiden Sachen ab. Dann gebe ich Rebecca eben mal das und das Rote. Perfekt. So. Kann man mit dem Blauen mischen? Geht das? Aha! Kräutermix. Können wir jetzt noch eine Stufe machen? Wenn ich jetzt das hier sammle. Okay, das geht nicht. Das ist schon die höchste Stufe anscheinend. Okay. Ich würde sagen, das geben wir unserem Billy Boy. Das grüne Kraut behalten wir. Farbband. Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder keinen Platz, ne? Ja. Okay, dann machen wir es anders. Wir geben komplette Munition dem Billy, weil er hat nur einen Schuss mit dem Gewehr. Und ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gleichgewicht drin haben. So, und Becky hat wieder ihre Granaten. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall einen Weg vor uns. Ein Rätsel, was wir lösen müssen. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich jetzt am besten wieder zurück? Ich weiß nicht, ob die Affen da wieder los sind. Ich guck mal eben. Wenn da Affen sind, gehe ich wieder weg. Weg hier. Das hat mich schon gereicht. Ah, scheiße, Mann. Okay, hier war ja der Weg mit den drei Zombies. Ach, Mist. Ich würde vorschlagen, wir gehen einzeln. Ach so, ich kann es auch mit der Taste machen. Stimmt. Okay, ich versuche es. Ich versuche mein Glück. Es wird schwer, aber ich versuche es. Vielleicht geht's. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Verdammte Axt. Okay, wir wechseln. Wir müssen den Schuss, den müssen wir jetzt, der muss sitzen. Der muss mindestens einen Kopf wegschießen. Wir müssen es versuchen. Und dann müssen wir die rauslocken. Ich lock die dann weg. So. Nein. So. Das muss jetzt leider sein. Ich lock die mal hier nach hinten. Na komm. Ich wechsle sicherheitshalber die Waffe. Nicht, dass ich gleich eingekesselt werde. Okay, die sind hinten durch. Perfekt. Jetzt müssen wir mit Rebecca durch. Und dann haben wir die sozusagen abgelenkt. Okay, zurück zu Rebecca. Und jetzt gehen wir mit Rebecca durch. Sollte jetzt eigentlich kein Problem darstellen. Aber einen mussten wir auf jeden Fall erledigen. Das war klar. Okay.
Perfekt. So, jetzt gehen wir hier durch und somit haben wir uns zwei Zombies gespart. Weil, wie ihr seht, Munition ist richtig knapp. Okay. This way. Ja. Jetzt befehlen wir wieder mit ihm. Jetzt könnten wir natürlich hier nochmal speichern. 4 Farbbänder habe ich noch. So, Billy ist wieder gesund. Das müsste auf jeden Fall sein. Hier warte ich noch, ob es noch ein Kraut geben wird. So. Jetzt ist die Sache. Wir haben ja jetzt Strom wieder aktiviert. Das heißt, wir müssen nach oben gehen wieder. Beziehungsweise mit dem Aufzug. Genau, wir müssen den Aufzug benutzen. Ich würde sagen, die Farbbänder, sollen wir die hier liegen lassen? Riskieren wir es. Ich lasse die mal hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Schauen uns das Ganze mal an. Ich hoffe, dass hier keine Affen wieder rumlaufen oder sowas. Okay, scheint ruhig zu sein. Scheint alles gut zu sein. Okay. Keine Reaktion. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Oh, das sieht so aus, als würde da noch was fehlen. Da muss man noch irgendwas reinlegen. Oh. Also Strom alleine bringt nichts. Na super. Na super. Alles klar. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir nochmal einen Break. Ich speichere an dieser Stelle mal sicherheitshalber nochmal. Ja, wo ist das Farbband? Hier. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern genau da, wo ich eben gespeichert habe. Auf den einen Platz. Hier, auf den hier, auf K2. Gut, ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne einen Cut machen. Wir werden dann in der nächsten Folge versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Wobei, man müsste eigentlich noch was erledigen. Wir müssten noch die restlichen Pistolenmunition holen. In dem einen Raum, also vor dem Raum mit den 3 Affen. Da müsste ich noch Pistolenmunition abholen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge ganz in Ruhe. Und dann gehen wir das Rätsel lösen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.